Ich sehe, von unseren 12 Vorstandsmitgliedern sind 9 anwesend. Ich eröffne die Vorstandssitzung des Vorstands der Deutschen Bank. Wieso 9? Ich sehe nur 6. Keine Erbschenschälerei, bitte. Mit besonderer Freude begrüße ich heute in unserer Mitte unseren Ehrenvorsitzenden, Herrn Abs. Gottvater ist sozusagen bei uns. Ich danke Ihnen, mein Sohn. Scheiße, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Christians, Herr Abs. Dr. Christians. Ich bin der Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Wer ist das, Chef? Das ist der Dr. Herrhausen. Herr Dr. Herrhausen ist der zweite Vorstandssprecher der Deutschen Bank. So, das ist der Herrhausen. Den habe ich viel jünger. Nein. Herr Dr. Herrhausen ist schon seit einiger Zeit der gute Geist der Deutschen Bank. Dann hätten wir jetzt endlich die heilige Dreifaltigkeit beisammen. Der Abs ist ja erstaunlich senil. Ja, dem wächst schon das Gras aus den Taschen. Können wir endlich anfangen, ich altere zusehends? Verehrter Herr Abs, Sie erinnern sich gewiss noch daran, was Ihnen die Menschen früher immer wieder zugerufen haben. Unser täglich Brot gib uns heute, haben sie gerufen. Und vergib uns unsere Schuld. Das konnte man natürlich nicht machen. Das mit dem täglichen Brot haben wir ja jetzt im Griff. Ich darf nur Toast essen. Ungetoasteten Toast, denken Sie daran. Und Brötchen aus der Schnabeltasse. Ja, sonntags. Der Tote in der Eigerwand hält noch sein Brötchen in der Hand. Das ist es, Herr Abs, und wir, die Deutsche Bank, wir haben es Ihnen geliefert. Wollen Sie denn sagen, junger Mann, dass die Deutsche Bank inzwischen mit Brötchen handelt? Ja, gewissermaßen schon, aber in großem Stil. Sie wissen doch, welch wichtige Rolle der Brotpreis in der ganzen Welt spielt. Seinetwegen finden Revolutionen statt. Wir können ihn jetzt diktieren, den Brotpreis. Ich kriege das Paket Toast für 86 Pfennig im Angebot. Das ist eine ganze Menge für einen armen alten Mann. Mann. Nun ja, wir verdienen nicht schlecht. Darf ich Ihnen jetzt erklären, wie unser System funktioniert? Aber in einfachen Worten, ich darf nur Toast essen. Ja. Es war einmal ein Kleinbauer, der baute Jahr für Jahr seinen Weizen an und Jahr für Jahr gewann er aus dem Weizen auch das Saatgut für das nächste Jahr. Aber die Arbeit war hart und sein Erlös gering. Oft musste seine Familie hungern. Der Kleinbauer war arm und unglücklich. Und er hat gestunken, mörderisch gestunken, wegen seines Viehzeugs. Da fanden die Wissenschaftler eines Tages einen neuen Weizen, der viermal so viel lieferte wie der alte, und sie nannten ihn Hybridweizen. Der Kleinbauer war glücklich über diesen neuen Hochertragsweizen. Endlich hatte seine Not ein Ende. Aber der neue Weizen machte ihm auch Kummer. Aus ihm ließ sich kein neues Saatgut gewinnen. Die Pflanze war impotent. Damit können Sie mich schon lange nicht mehr erschrecken, Junge. Und sie war nicht nur impotent, sie war auch leicht krankheitsanfällig. Sie brauchte viel Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel. Jahr für Jahr musste nun der Kleinbauer neues Saatgut kaufen und die dazugehörigen Mittel, um seine Saat vor Unkraut und Schädlingen zu schützen. Dafür musste er Kredite aufnehmen. Zahlt er Zinsen? Selten. Wenn eine Missernte ist oder wenn bei zu guten Ernten der Weizenpreis fällt, weint er mehr als er zahlt, dann fällt sein Land an uns. Und wir vergeben es an die Großbauern. Ja. Das sind nicht nur die seriöseren Geschäftspartner, die haben auch das wesentlich angenehmere Parfum. Der Nährstand hat mir schon immer sehr am Herzen gelegen. Nur was hat das konkret mit meiner Bank zu tun? Durch den Kauf des Flick-Imperiums ist die Deutsche Bank auch in das Saatgutgeschäft eingestiegen. Unsere chemischen Fabriken, Bayer und BASF, liefern Pestizide und Herbizide. Sie sind sogar in der Lage, jedes einzelne Saatkorn mit der dazugehörigen Schutzschicht zu überziehen. Die Landwirte, die ja bei uns in der Kreide stehen, müssen diese Produkte bei unserem Getreidehandel kaufen. Produktionsstätten für Mehl, Brot und Bier gehören uns schon lange und Vermarktungsorganisationen wie Karstadt oder Horten gehören uns auch. Uns gehört die Nahrungsmittelkette. Und wem die gehört, der hat die Macht. Der regiert die Welt. Ja. Gute Arbeit, Jungs. Au, au.
ausgezeichnete Art. Sie, Herr Dr. Christian, Sie könnten mal einen schönen Toast aussprechen. Ausbrechen? Nein, aussprechen. Ein Trinkspruch. Es lebe unsere Planwirtschaft. Es lebe die planvolle Lenkung des national verfügbaren Kapitals. Es lebe unsere zentrale Investitionslenkung. Es lebe unser System der Bedürfnisbefriedigung und Versorgung aller Menschen, die guten Willens sind. Es lebe der volkseigene Betrieb Deutsche Bank. Nieder mit der freien Marktwirtschaft! Und es lebe der Mann, der unsere Konzentrationstheorie erfunden hat. Es lebe... Warte, lass mich das mal sagen. Aber ja doch. Es lebe Karl Marx! So, meine Herrschaften, die Freistunde ist beendet. Ab in die Zellen!